Hallo meine Freunde, das ist das immer wieder. Weiter geht's mit YouTube-Kacke Tanzverbot Scheiß-Tee-Trip Teil 2. Ja, davon gibt's auch einen ersten Teil. Auf den habe ich glaube ich reagiert. Ich weiß auch, ja doch, auf den ersten habe ich auch reagiert. Das ist so, Punkt aus Ende. Das ist geschützt, alles klar. Wenn es geschützt ist, mein Gott, dann ziehe ich einen Gummi auf. Dann werde ich halt nicht drauf reagieren, sonst kriege ich eine Anklage hier von wegen, ich habe auf irgendwas reagiert. Das darfst du nicht. Hm, das ist mein Werk. Mensch. It's hasta la vista, baby. Auf mich kann nichts mehr verstören wirken. Gar nichts mehr. Ich warte auf Kevin, das ist halt Konto. Ich nicht sprechen. Ich habe mich selber nackt gesehen, also von daher, also mich kann nichts mehr verstören. Ich muss sprechen. Also was man rausschmeckt ist... Ich finde den Schnittstil übelst cool mit dem Gesicht hier abschneiden. Das erinnert mich voll an South Park, an die Kanadier. Die haben ja auch immer so gesprochen. Übelst geil, Mann. Ich fange jetzt gerade schon wieder an, alle South Park-Folgen zu gucken, obwohl ich wirklich, außer die neuen Staffeln noch nicht, aber die alten Folgen kann ich wirklich schon fast nachlabern. Ist kein Witz. Es ist Plastik-Eistee. So, ich weiß nicht, wie viel von euch wirklich schon mal Plastik gegessen haben. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass man das Plastik sehr gut rausschmeckt. Also, dass man wirklich so, man trinkt das Plastik, dann ist aber im Kopf gleich dieses Bild von dem Kaffee. Also für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man das Plastik rausschmeckt, vor allem auch die Chemie rausschmeckt, dann ist es für mich ein guter Eistee. Ne? Sonst wäre es für mich einfach kein Eistee. Man muss wirklich das Plastik und die Chemie rausschmecken. Sonst hat es bei mir verkackt. Ja, ich weiß, Milch ist Gift, aber Milch sollte auch in meinen Augen anders schmecken. Also gute Milch ist für mich zum Beispiel, wenn je nach verdorben. Also wenn sie verdorben ist und danach auch schmeckt. Das ist für mich gute Milch. Aber ich muss jetzt, wenn man die Milch gegen die Wand klatschen kann und damit ein Haus bauen kann, das ist gute Milch. Ja. Meine Tunnelmeter lange harten Pimmel und meine merkwürdigen, ranzigen, haarigen Sack, den ich den 11, 12, 13-jährigen TikTokerinnen stecke. Darum geht's in diesem Video gar nicht. Was mache ich eigentlich? Das geht mir hier auf den Sack. Das Thema ist die GEMA. Nein! Es ist jetzt Plastik-Eistee. Man bezahlt für einen halben Liter bei Katja Krasowitsch im Durchschnitt 20 Millionen D-Mark. Jetzt probieren wir hier noch Handjob aus. 20 Millionen D-Mark. Katja Krasowitsch, geil noch. Ich würde sie mit meinem Gewicht näher drücken. Jetzt habe ich Hunger. Warum? Ich meine natürlich Photoshop. War ein Joke. Handyshop. Und man merkt sofort, dass man was merkt. Und man merkt sofort, es strömt so ein sehr intensiver Rattengeruch raus. Da sind auch nochmal deutlich mehr Prozent drin. Also 8,6 Liter auf 100 Gramm. Ja. Nein. Jetzt. Nein. Das schmeckt einfach nach Leiche. Es schmeckt schlecht. Es ist jetzt so, dass ich sage, es schmeckt schlecht, aber das löst sofort im Wortgedanken aus. Das ist krass. Ich Psychopath werde den Shirin Davi. Das in die Fresse boxen. Schmeckt aber auf jeden Fall sehr gesund, denn Scheiß-Tee. Ist gesund, lieber Kinder. Ja. Mehr kann ich dazu eigentlich sagen, damit ich auf den Punkt komme, wie beim Sex mit meiner Kinderin eine sexualisierende Zweideutigkeit reinzubringen. Das macht man einfach nicht so. Kann man sich mal gönnen, so wenn man einfach das Erlebnis haben will, einmal Kant Saft getrunken zu haben. Für die Erfahrung lohnt es sich bestimmt. Mehr gibt es an dieser Stelle zu sagen. Wenn ihr Bock habt auf einen ganzen, schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch Flasche. Doch, ich bin da so geil mit dem guckt. Gesicht. Haut rein, ich mache den Knopf aus, ja? Nee, mach das nicht. Oh, nee. Oh, ich seh nichts mehr. Was? Achso. Ich glaube, er hat meine Augen zu. Entschuldigung.
Kommt noch was? Ich komm, ich will noch was sehen, Mann, hier, Mutti. Komm, ich steck zeig mal noch was. Warum? Ja, wenn ihr das hier auch gesehen habt, ne, dann müssten wir alle zusammen, warum macht man sowas, ne, warum, ich frag gar nicht erst. Also ich sehe sowas auch, aber immer nur, wenn ich so viele Tabletten genommen habe. Ja, was habe ich gelernt? Nix. Einfach nix. Ich werde mir auch nie den Eistee kaufen. Ich bleib meiner Cola treu. Meiner Billig-Cola, weil ich gebe nie über 1 Euro aus für Cola. Ich gebe schon 50.000 Euro für anderen Scheiß aus. Da gebe ich nicht für Cola noch Geld aus. Cola ist gesund. Ist es nicht. Aber ich bleib bei Cola. Definitiv, Dativ, Akkusativ. Und vor allen Dingen, wir haben doch genug Eistee. Wie kann man nicht was Sinnvolles irgendwie erfinden, weil, weiß ich, Rückenkraulgerät oder Fußmassagegerät 5000, so ein Gerät, was nebenbei noch toasten kann. Warum Eistee? Warum muss jetzt jeder auf diesen komischen Eistee-Trip aufspringen? Der Zug ist schon abgefahren. Die Leute, die jetzt wieder den Zug irgendwie einholen wollen, nee, hört auf, erfindet doch mal was Sinnvolles, was die Menschheit braucht. Irgendwas auf einer Seite, wo man sich anmelden kann und dann 10.000 Euro im Monat verdient, das wäre doch mal was. Warum nicht sowas? Wir brauchen kein Eise. Nee, oder Zahnstocher 2.0, weiß nicht, was nebenbei noch toasten kann oder sowas. Und nee, noch ein Eistee. Braucht kein Mann, kein Mensch. Vor allem kein Mann. Ja, alles klar, ich wollte eigentlich sagen, braucht kein Mann. Braucht kein Mensch, meine Herren hier, ey. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt mir das Original an, war sehr geil gemacht. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.